Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dai Yang. Wir haben in der letzten Folge ja den Rucksack bekommen und versuchen jetzt weiter hier im Pinewood unseren Weg zu gehen. Ich fahre mal mit. Solange wir noch Platz im Inventar haben, können wir dann ja immer noch Stöcke rausschmeißen, wenn wir ihn benötigen. So, tut mir leid, Fuchs, aber ich brauche dein Fell. Jetzt für Parkourläufe ist es hier. Wenn Daphne jetzt hier nicht entführt wurde und um ihr Leben bangen muss, würde es ihr bestimmt hier ziemlich gut gefallen mit dem ganzen Felsen und so, so als Freestyle-Kletterer. Wäre das hier eine richtig gute Gegend. Und ist ein Wolf, aber der interessiert mich gar nicht. Ja, der kann mich auch sehen. Ist mir egal. Nein, ist mir nicht mehr egal. Kacke, den Sprung nicht geschafft. Und dadurch... Ne, der Sackgasse. Krass, ich bin dem Wolf davon gerannt. Die Daphne, die muss ja eine... Au! Kann sagen, eine Rischathletin sein, aber bricht sie auch sehr schnell die Beine. So. Wolfi, woanders hin? Genau, hau ab. Gedacht, du guckst dir das an, was da ist. Genau, guck mal da hinten hin. Gibt es hier noch irgendwas, wo ich hochklettern kann oder so? Nee, gibt's nichts. So, wir haben auch ein bisschen auf die Fresse bekommen, das heißt, machen wir uns mal so einen kleinen Umschlag. Mal von diesen orangenen. Gibt es hier, glaube ich, genug. Da können wir die immer gleich wieder auffüllen. Ja, da sind doch schon wieder. Hier ist eine orangene Blume. Hier ist normales Essen. Zack. Haben wir da alles voll. What the fuck? Wo kommt der denn auf einmal her? Das ist eine Sackgasse. Okay, hier sind wir, glaube ich, sicher. Ja. Da war es jetzt damit sicher. Ah, okay, jetzt muss ich auch einfach suchen. Hier liegen sehr viele Äste rum, aber mit denen kann ich halt einfach nichts anfangen. Halt also so als provisorische Waffe nutzen, aber das bringt mir jetzt auch nichts. Oh, Moment, jetzt sind wir wieder voll. Ich sehe hier aber nicht, dass hier... Oh, nice. More rocks and plants. This place is a fucking maze. It just seemed to be going in circles. Ja, sie hat gerade gesagt, ja, oh scheiße. Noch mehr Pflanzen und Felsen. Maze, weiß ich jetzt, glaube ich, gar nicht, ob sie verwirrt oder was. Sie glaubt, sie geht halt immer im Kreis. Und das glaube ich nämlich auch. Dass wir hier nicht wirklich weiterkommen. Beziehungsweise nicht richtig vorankommen. Okay, den haben wir verkackt.
wohl hier lang sprinten. Ist, glaube ich, auch gerade nicht so eine gute Idee. Oh, da liegt jemand. Mit einer Notiz. Das könnte einer von unseren Freunden sein. Dass er auch so einen Zettel hat. Und da ist ziemlich viel Blut in seinem Kopf und da ist so eine Höhle, wo Blut reinführt. Das ist, sieht fast aus wie ein Wolfangriff. Ich gucke mal, ob ich hier hinten rum runterkomme, weil ich will da nicht unbedingt gleich runterspringen. Da gibt es so viele scheiß Wege. Wir müssen irgendwo hier runter. Na gut, ich kann das ja einfach hier, könnte ich ja glaube ich einfach runter. Das ist da Blut oder Dreck? Ich glaube Dreck. Ja, das sind solche Dreckhaufen. Das ist auch sehr hoch. Mir nicht würde die Beine brechen, weil ich irgendwo tief runterfalle. Da war zwar eine Leiter. Okay, das ist nur eine Ziege. Ich dachte, das wäre ein Hund. Oh, hier haben wir ein Häuschen. Gut, versuchen wir doch mal hier irgendwie runterzukommen. Ja, da war zwar eine Leiter, aber ich hatte irgendwie nicht gesehen, dass ich da interagieren konnte, dass ich die normal runterklettern kann. Ja, man kann natürlich hier versuchen. Entweder wir schaffen den Sprung oder wir brechen uns nur die Beine. Au, haben uns die Beine gebrochen. Man muss auch sagen, dafür, dass sie so Free Climbing Athletin ist und so, also so hobbymäßig macht, kann sie sehr schlecht fallen. Weil so wie sie jetzt immer fällt, mit einem Bein oder einem Fuß direkt auf dem Boden, ist es immer sehr, die Chance sehr hoch oder beziehungsweise ein sehr hohes Verletzungspotenzial. Normalerweise rollt man sich ab und das müsste sie eigentlich auch wissen. Wenn sie halt klettern und sowas macht. She's been mauled to death. Wait. Jennifer. Oh, das ist Jennifer. What did they do to you? Your mother told me. Okay, wir haben Jennifer gefunden. Die hat ja auch lauter... Ein Schuh? Nico-Pick gehabt. Ich habe einen Schuh gefunden. Also warum hat sie... Oh, hat sie noch Schuhe an? Und warum ist ihr Kleid so zerrissen? Vor allem, was ist mit ihr passiert? Wurde sie hier lang geschliffen? Nee, ich guck mal auf den Zettel. Das ist bestimmt dieses Blatt, was wir auch haben. New Dokument. Ach ja, das ist... Ja. Okay, Jennifer war also da hinten beim... beim Hundehaus drinnen. Der Boden war ja auch offen. Das heißt, hier waren wir. Hier war Jennifer. Hier war Andrew. Der war zu, der war zu. Nee. Er muss ja damit offen gewesen sein, oder? Wir, Jennifer, Andrew, Rajit war irgendwo noch und Rose. Ich gucke mal, das will ich dann mal wissen. Das ist unserer. Hier waren wir. Okay, der war auch mit offen, ja. Das war, glaube ich, der von Rajit. Und das war der von Rose. Rose wissen wir nicht, wo sie drin war, weil unten das Teil abgerissen ist. Aber ich dachte eigentlich, die anderen zwei Brunnen wären zu gewesen. Naja. Ach, hier wurde die Kehle durchgeschnitten. Jetzt sehe ich es. Ja.
Ah, nicht so auf sie draufstellen. So, können wir jetzt den Schuh, können wir den anziehen? It's just one shoe. It's useless without the other one. Okay, mit einem Schuh können wir nicht viel machen. Ja, ich glaube auch mit einem Schuh. Also man kann barfuß wahrscheinlich besser rennen als nur mit einem Schuh. Wenn ich höre Fliegen, ich sehe aber keine. Aber hat sie hier irgendein... Sie hat kein verlorenes Bein oder so, ne? Nee. Bei ihr ist noch alles dran. Aber dass sie so ihre Kleidung so zerfetzt ist, vermute ich mal eher, dass es durch ein Tier ist, dass sie hier von einem... Und das hier sieht aus wie Bissspuren, das hier und das. Also das, also vorher wahrscheinlich der Hals. Oder, na gut, es kann nicht, muss nicht sein durchgeschnitten, sondern dass sie, das sieht auch so aus wie solche Punkte hier, dass hier ein Wolf an die Kehle gegangen ist, sie darum gestorben ist. Ich hatte gerade zwei, oh, da liegt der andere Schuh. Weil, ich hätte gedacht, dass irgendwie sich die Inselbewohner an ihr vergangen haben. Weil ihr Kleid so zerrissen ist, aber das ist nur oben zerrissen und unten nicht, also passt das so nicht ganz. Ah, das ist blöd. Hole ich mir jetzt den anderen Schuh? Und kämpfe gegen den Wolf? Oh, er hat mich eh gesehen, ich muss gegen den Wolf kämpfen. Ist kein Wolf, ist ein Hund. Okay, die wurde also von dem wilden Hund attackiert. Komm her. Au, ah. Hab dich nochmal gebissen. Hier, gib mir dein Fell. Okay, wir haben Schuhe, wie es aussieht. Not the cycling my sides and not my favorite. Also nicht ganz meine Größe und auch nicht meine favorisierte Farbe. Aber meine Füße sind dankbar. Deswegen reduziert die Ausdauerkosten beim Rennen. Wir haben Schuhe. Sieht man die jetzt auch? Ja, bestimmt, ne? Ja. Nicht meine Farbe, die haben überhaupt keine Farbe, die sind grau. Danke Jennifer für deine Sneakers. Ach so, hier guckt man nämlich nicht wieder hoch. Gut, das heißt, bis jetzt sind alle meine Freunde auf brutalste Art und Weise gestorben. Zumindest alle, von dem wir wissen. Rajid wurde der Arm abgerissen. Da weiß ich aber auch nicht, ob ihn der abgehackt wurde oder auch von diesen Hunden abgebissen oder irgendwo abgerissen oder irgendwas. Das habe ich jetzt. Weil ich hätte da, wo er gelegen hat, da waren ja auch viele diese Hunde in diesen Vorruinen. Und hätte es auch sein können, dass es ihm von so einem Hund abgerissen wurde oder abgebissen, wie man es nimmt. Und wen hat man noch gefunden bis jetzt? Ja, oder Hund abgerissen. Ach, Rose. Ach ja, Rose wurde ja in zwei Teile gerissen. Oder da würde ich eher wirklich. Da war ja noch dieser Wilde daneben. Bei Rose würde ich wirklich vermuten, dass sie dieser Wilde da irgendwie ausgeweidet hat. Oh, verdammt, da hinten ist ein fetter Typ mit einer Axt. Ich glaube, den können wir kämpfen vergessen. Der wird uns, glaube ich, so schnell platt machen. Ist ja allein schon die Hunde. Der komische Hund, der ja
Jennifer getötet hat. Der hat mich zweimal gebissen. Oder zweimal getroffen. Meine Hälfte des Lebens war weg. Also die machen schon alle gut Schaden hier. Oh. Verdammt. Ach, das ist nur eine Ziege. Okay. Alles gut. Dass die einfach immer so plötzlich aufploppen müssen. Wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Ach, hier. Ja, da unten ist Jennifer gewesen. Ja, hier komme ich hoch. Nein, 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 nein. Ach. Das war ein tiefer und schmerzhafter Fall. Craften wir uns erstmal. Ich sehe gerade, mein Leben ist sehr weit im Keller. So ein Ding hier. So ein großes. Den Rest leben, das wird ja nicht voll sein, glaube ich. Ja. Den Rest leben füllen wir dann mit Bären auf, die wir unterwegs finden. Hier waren, glaube ich, immer genug Sträucher. Aber es ist schon erstaunlich, dass Daphne hier wahrscheinlich Chemiestudentin oder Medizinstudentin, dass sie hier einfach mit ein paar Pflanzen, die sie einfach irgendwo findet, sich Umschläge basteln kann, die ihre Wunden heilen. Also jetzt mal außen vor gelassen, dass hier so Wundheilung und so ja nicht einfach innerhalb davon geht, dass man Verband anlegt und schon geht es einem besser. Aber dass man halt einfach so, dass sie einfach so aus irgendwelchen Pflanzen und Kräutern sich einen Umschlag basteln kann. Vielleicht das Basteln allgemein ist ja noch, würde ich ja noch nachvollziehen können. Aber dass sie weiß, welche Pflanzen irgendwie helfen. Au, verdammte Scheiße. Dass welche Pflanzen hier ihr irgendwo in der Hinsicht helfen, dass ihr sowas weiß. Irgendwie krass. Ich würde das nicht wissen, welche Pflanzen jetzt. Oh, verdammt, hier ist ein Hund. Nee, ein Wolf. Kacke. Okay, das war der von da unten. Da hinten geht's rum. Oh, es sieht aus, wenn wir hier bei diesen. Die Hütte hatten wir auch noch. Die haben jetzt. Na gut, wir werden dann noch hinkommen bei der Hütte. Es könnte sein, dass es ein Holzfällerlager ist. Oder sich zumindest anbieten, ein Holzfällerlager mitten im Wald zu haben. Ich muss mir nochmal so einen großen Umschlag herstellen. Ich kann keinen mehr herstellen. Natürlich blöd. Das heißt, ich muss mir einen kleinen herstellen. Haben wir gleich mal zwei. Die gehen relativ billig herzustellen. Ich kann gleich noch einen herstellen. Sicher, sicher. So, den Rest kann ich auch hochessen, weil hier die Pflanzen. Brauche ich ja bloß zwei Orangen. Die finde ich ja eigentlich ziemlich häufig. Da ist das. Nee, das Blut sieht ziemlich dick aus. Er könnte entweder Farbe sein oder irgendwie Tuch, rotes Tuch, was da dran hängt. Aber sonst die Frage, warum hängt da rotes Tuch? Schauen wir uns gleich mal an. Aber erstmal immer den Rücken sichern. Okay, hier kommen wir dann noch hoch. Belladonna, ja,
keine Ahnung, dass das Belladonna ist. Das hätte ich nie gewusst. Auf der Belladonna, hä? Ja. Oder ist wirklich einer erschlagen, aber es ist kein Blut, es ist wirklich ein rotes Tuch oder irgend sowas. Aber irgendeiner wurde da von einem vom Baumstamm erschlagen. Ja, du bist Ziege. Okay, Ziege ist ungefährlich. Mit Ziegen kann ich leben. Oh, hier ist so ein Zaun. Zaun sieht nach Zivilisation aus. Vielleicht ist hier unten drunter das Holzfällerlager, würde ich mir gut vorstellen. Ja, genau, hier ist es. Ah, wir kommen aber von hier oben nicht runter. Zumindest nicht in einem Stück. Oder ohne eingedrückten Schädel. Weil der Aufzug, oder das, wenn hier so ein Aufzug war, die Treppe, wahrscheinlich war das so eine Leiter, kaputt ist. Oder wenn wir immer schon mal hier oben sind, können wir so erstmal hier oben umgucken und dann immer noch zum Haus gehen. So. Rennen wir mal da hinten lang. Das ist aus First Person zu sehen, das ist manchmal so schwierig abzuschätzen. Ich glaube, viele von den Sprüngen, wo ich runtergefallen bin, hätte ich geschafft, wenn ich einfach nur später abgesprungen wäre. Weil du kannst ja relativ spät abspringen, bevor du runterfällst. Du warst auf First Person halt immer so schlecht einsehbar. Alles gut, da ist eine Schlange. So. Hier haben wir los. Die fällt uns nicht mal im Rücken. Gut, hier kommen wir immer noch weiter nach oben. Halt, hier ist was zum Essen. Mampf, Mampf. Heilkräuter. Gut, dann gucken wir uns mal den Typen hier an. Könnte natürlich einer von unseren Freunden sein. Yuck! Somebody should have buried the poor guy. Wieder lauter Federn. Sie hat gesagt, irgendjemand hätte ihm da einem Typen helfen sollen oder rausholen oder irgendwas. There's a note and a key on him. Oh, da ist eine Notiz und ein Schlüssel bei ihm gewesen. Gucken wir uns mal die Note an. Lumberjack's Note. Last Assessment. The last load of logs will come tomorrow. Also die letzte Ladung Logs, also vermutlich sind die Baumstämme hier. Also diese, ja, das Holz kommt morgen. Stell sicher, dass der Transport, die Transport Cables are in place. Also die Transport Cables, wenn sie jetzt nicht wahrscheinlich irgendwie der Wagen oder sowas, am Platz stehen und bereit sind, um zu benutzen. And watch out for the pile of trunks from the upstream side. Pass auf for the pile of trunks. Pile ist doch der Weg. Und nee, Pile? Nee, der Berg, oder? Nee, doch, Pile ist glaube ich der Weg. Oder so eine Galerie oder irgendwas. Pile of trunks, also Weg der Betrunkenen. Von der oberen Seite. The guys of the morning shift are clueless. Also die Leute des der morgigen Shift sind clueless, keine Ahnung. Are stacking up everything careless. Careless, glaube ich, rücksichtslos. Wir sind ziemlich rücksichtslos. I'm responsible for you here and don't want to get another earful from bottom number two. I'm responsible for you here and don't want to get another earful. Ich denke, irgendwie keins von Bruder 2, können wir angehen, das will ich nicht. PS, before knocking off, I heard some
also bevor ich abgeschlossen habe, knocking off, abgeschlossen habe, habe ich heulen gehört. Maybe it's time to play some, also vielleicht ist es Zeit, ein paar Giftköder auszulegen. Oder wieder auszulegen. Poison bites around the sides again, also ja, ein paar Giftköder rundherum wieder auszulegen. We got right of them, but apparently they damned wolves don't want to go away. Also sie haben sich schon mal irgendwie verschreckt oder wegbekommen, aber die blöden Wölfe wollen halt nicht gehen, also nicht verschwinden. So, wir haben mehr über die Giftköder rausgefunden. Das war ja auch in dem anderen Brief, wo es erwähnt, dass sie die Giftköder für die Hunde nehmen wollen, die der andere schon für die Wölfe eingesetzt hat. Und hier waren es wahrscheinlich die für die Wölfe. Aber wir wissen immer noch nicht, wie wir sie herstellen, oder? Haben wir irgendwas? Items? Also das ist der Stock, der ja neu ist. Ja, toll. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der Schlüssel, den wir jetzt hier gefunden haben, mit dem kommen wir jetzt unten in die Hütte. Wir haben wahrscheinlich bei der Hütte unten gewesen, dann hätten wir auch bloß an der Tür gerüttelt und gemerkt, die ist zugeschlossen. Und vielleicht finden wir dann in der Hütte endlich unsere Giftköder und können dann auch nochmal zurück zum Häuschen hier, zum Hundehaus am Strand, um dort, was den Schlüssel, glaube ich, war das auch, ein Schlüssel, zu holen, der da in dem Käfig liegt. Ich frage, soll ich hochklettern oder erstmal nach unten? Ich klettere mal hier hoch. Wenn wir jetzt gerade mal hier sind. Sollten wir auch das hier gleich nutzen. Wo lang? Da lang. Immer schön, dass der weiße Kantenmaler hier war vorher und uns die Kanten weiß gemalt hat, damit wir wissen, wo wir lang müssen. Ah ja, ich kann einfach so hoch. Explore Pine. Okay, wir haben den Pinewood noch explored. Hier eine Schlange, aber hier ist keine. Oh, wir sind schon am Mountain Pass. Aber das trifft sich nämlich ganz gut, weil hier ist ein Speicherpunkt. Explode Mountain Pass, ja. Quick Save auch mal. Zack. The Mountain Pass, der Avail, another side. Was? Mountain Pass. Okay, das wissen wir auch. Find my friends, save the person, campers, find the campers. Ah, hier. Maybe there's a way to the other side. Achso. Mit Mount Pass kommen wir vielleicht auch auf die andere Seite. Ich höre hier Musik, wenn ich hier an der Stelle bin. Könnte es sein, dass da oben irgendwas ist. Das könnte das Lager sein, oder? Die hatten noch hier Camper erwähnt, der Michael, der eingesperrt ist. Vielleicht hatten die ein Radio mit. Und das läuft da oben. Gut, aber wir wollen eigentlich noch nicht zum Mountain Pass. Wir wollen noch mal unten in die Hütte rein. Aber die Hütte werden wir uns dann beim nächsten Mal zu Genüge führen. Ich versuche hier wieder irgendwie runterzukommen. Pinewood. Oh, nein, nein. Boah. Es bleibt mir jedes Mal das Herz stehen hier. Wenn wir dann nochmal versuchen, hier runterzukommen. Um in die Hütte hinein zu gelangen. Ja, dann danke ich für euch fürs Schuhzauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge beim Erkunden der Holzfällerhütte. Und hoffentlich finden wir nicht die Giftköder. Und bis dahin, ciao, ciao.